Was Horas Mertos aus Mexiko erzählt, die Geschichte vom 17-jährigen Sebastian, der von seinem Onkel das Stundenmotel übernimmt für die Ferienzeit. Er beginnt dort zu arbeiten. Das Stundenmotel wird von vielen Gästen aufgesucht, um sich kurz zu vergnügen, weil in Mexiko das eine Tradition hat. Me gusta este lugar. Tiene su encanto. Lo mejor es que es bien discreto. A lo mejor así nos podemos ver más seguido, ¿no? Aber er lernt da natürlich ganz viele schräge Persönlichkeiten kennen, aber eben auch sehr interessante Leute, unter anderem die wunderschöne Miranda, knapp 40, die sich dort von ihrem Alltagsfrust mit diversen Liebhabern vergnügt. Als sie dann von einem Liebhaber immer wieder versetzt wird, kommt es zwischen den beiden zum Dialog. Und es entwickelt sich eine schöne kleine Liebesgeschichte, die dann in einen heißen Sommerflirt ausartet. Me llamo Miranda, ¿y tú? Sebastián Ramírez Novoa. ¿Y tienes novia? Pero eso ya fue. Los amores van y vienen. No te preocupes, todo está en orden. ¿Estás bien? Sí. ¿Y no quiere volver? ¿Y usted? A mí como que ya se me fue el tren. ¿Dónde estás? Siempre me toca esperarlo. Dabei wird schnell klar, dass nicht nur die Luft in der schwülen Tropenhitze elektrisch aufgeladen ist.